Schnäbel. Eisen. Kies. Ich habe noch genug Kies hier, das kann alles mit herein. Kohle. Erde. Ein bisschen Erde habe ich auch noch hier. Huch, das ist alles voll. Hier ist noch ein bisschen was frei. Hier schon eine Feuersteintruhe. Nicht wirklich. Was haben wir denn hier weiter unten? Würde mich mehr interessieren. Was haben wir denn hier gemacht? Hier war doch auch noch irgendwas. So, hier habe ich mal gegraben gehabt, ne? Vielleicht will man das irgendwann mal weiter. Mal sehen. Ich sag immer mal sehen. Immer mal sehen, mal sehen. Keine Ahnung. Aber ehe ich mich jetzt hier wieder verfranse, würde ich sagen. Wir schaffen jetzt erstmal das Zeug hier weg, was wir jetzt haben. So, das Weizen beispielsweise, das kann jetzt erstmal hier drüben rein. So, jetzt erstmal genau das, was ich jetzt hier machen wollte. So, Weizen hier rein, ist das alles aufgeräumt. Jetzt muss ich mal gucken, wie das hier mit dem Schienenverkehr war. Ich wollte mir das doch hier reinbauen irgendwie. Genau hier unten wollte ich das machen. Was habe ich denn hier gebaut? Das geht ein bisschen vorne. Ach so, ja, das war irgendwie so eine Unterführung dann hier, die ich machen wollte. Boah, Leute, da haben wir richtig viel zu tun noch. Da würde ich sagen, dass wir mal den Schienenverkehr beginnen, ey. Dass wir das auch endlich mal zu Ende kriegen. Aber ich muss erstmal gucken. Ob allgemein. Wieso geht das hier hinten noch weiter? So, da sind wir ja hier. Hallo Gustav. Da sind wir ja hier, stimmt ja. Mhm. Da wäre das wie so eine Abzweigung hier, hm? Tatsache, Tatsache. Lassen wir das mal hier. Schaufeln haben wir ja auch noch hier. Warte, ich bin gleich soweit hier. Ja, die können wir noch hier nehmen. No, da haben wir das erstmal, genau. So, wir haben das überhaupt hier gemacht. Drei Blöcke. Machen wir hier mal weiter mit drei Blöcken. Dass wir uns mal hier durchbuddeln. Aber irgendwann müssen wir ja mal fertig werden. Wie lange hängen wir schon mit dem Schienenverkehr hinterher? Hängen wir schon eine Ewigkeit hinterher mit dem Schienenverkehr, ey. An der Zwotstelle. Ich glaube schon, dass die Zwotstelle war. Ich muss das echt mal markieren, ey. Was ist. So, Schaufel brauche ich. Jetzt brauche ich wieder den. Das dauert dann natürlich dann, ne? Also wenn man ja jetzt markt und buddelt und macht hier, das kann sich dann schon in die Länge ziehen, gerade wenn man sich diese unterirdischen Gänge hier machen will. Und dann haben wir noch Kohle, aber die Bildung ist schon nie verloren dort unten.
hier. Dass wir hier ganz entspannt ja durchfahren können in Zukunft. Weil jedes Mal fangen wir ja irgendwas an, aber bringen es nicht zu Ende. Wir müssen echt mal anfangen, irgendwas zu beginnen. Dann auch mal zu Ende zu bringen. Das wäre mal ein bisschen vom Vorteil, ne? Schon soweit alles. Ich habe jetzt hier oben eine Fackel, das ist nicht so gut. Ich würde die mal hier unten mal hinsetzen und die wegmachen hier. Was vergessen wurde? Nö, habe ich nicht. Gang hier. Kohle und hier haben wir jetzt natürlich Wasser. Wie ich das hasse mit dem Wasser. Ich muss ja hier schon wieder was trockenlegen, ey. Oh Mann. Was ist denn da hier wieder nie richtig, ey? So, wo kommt jetzt das Wasser hier her? Bestimmt hier vorne. Was eigentlich gar nicht sein kann, ne? Wo hier das Wasser herkommt. Will mich das Spiel etwa verarschen? Womöglich will mich das Spiel verarschen, aber ich weiß nie warum. Was und warum? So, und jetzt zeigt mir mal, wo das Wasser herkommt. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ist das Sandstein? Da raus kommt das Wasser. Und was haben wir dann bitte? Weiß ich erstmal, wo das herkommt. Gut. Jetzt müssen wir irgendwie nach oben kommen. Jetzt habe ich mir so gesagt, das erstmal markiert. Ah, von hier vorne irgendwo. Zeig mir her, was hier unten ist. Ein blödes Becken hier unten ist. Das ist ja klar. Dass das nie funktioniert. Muss ich ja das alles erstmal trockenlegen hier oder was? Gut, alles trockenlegen müssen wir ja, ne, aber. Es ist schon nervig, wenn hier sowas irgendwo unten drunter hier rumhängt und dann versaut ihn das alles dann hier, ne? Die ganze Arbeit, die man mir eigentlich vorhat. Da würde ich noch ein bisschen Erde verschwinden hier. Sag ich, kann hier unten weiterbauen. Dass das mal fertig wird hier. So, dann mache ich das erstmal provisorisch zu hier. Dann könnten wir jetzt eigentlich hier weitermachen.